Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Trading-Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier meine UV-Liste und welche Karten ihr fürs Totti All-In gehen könnt, mit denen ihr sehr, sehr viele Coins Gewinn machen werdet. Wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne Däumchen hochgeben. Bist du hier neu auf dem Kanal, lasst sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Let's go. Du willst die Trading-Tipps noch vorab bekommen, dass du auch so viele Coins machen kannst wie ich? Dann kann ich dir nur empfehlen, in meinen Top 100 Trading-Discord reinzujoinen. Wie du hier reinkommst, fragst du dich jetzt sicherlich und das ist relativ einfach. Einfach mit einem Twitch-Sub kannst du hier reinkommen, mein Twitch-Kanal ist unten verlinkt. Oder wenn du sagst, ey, ich habe keinen Twitch Prime, um so gesehen kostenlos beizutreten, kannst du natürlich auch mit einer YouTube-Mitgliedschaft reinkommen. Da habe ich ja auch ein Jahresticket, kannst du einmalig kaufen und bist dann das komplette FIFA-Jahr am Start. Wir haben sehr, sehr viele, die letztes Jahr zwischen 50 und 100 Millionen Coins durch unseren Trading-Discord ertradet haben. Kommt da sehr, sehr gerne rein, wenn ihr Interesse habt. Schaut natürlich noch gerne bei meinem Partner Neva vorbei. Erster Link der Videobeschreibung. Aktuell sogar auf jeder PSN-Karte 15% Rabatt. Gönnt euch. Haben wir mit der Investitionsmöglichkeit, in was ihr investieren könnt. Und hier würde ich euch empfehlen, 82er für 700 könnt ihr immer problemlos erbieten und 83er für 850 oder 900 zu erbieten. Könnt ihr euch den Verein voll machen oder All-In gehen. Ich bin mir sicher, dass wir die zum Totti mindestens bei 1,5, 1,6 sehen werden. Also besser gesagt zur Preseason, nicht beim Totti. Also kurz davor, wenn 3x 81er Stürmerpack oder sowas kommt oder besser gesagt 3x 83er Stürmerpack war das immer Mittelfeldverteidiger. Das kam ja jeden Tag täglich da. Ich gehe auch davon aus, dass ja das wahrscheinlich so eine Woche vorm Totti kommt. Also dass wir das so am 11., 12. wahrscheinlich sehen, diese SBCs. Deswegen kauft die gerne ein, macht ihr nichts verkehrt. Gerade wenn ihr hier, wie gesagt, für die 82er 700 und für die 83er maximal 900 versucht die zu erbieten, kriegt ihr sogar für 8,50. Gönnt euch, macht ihr nichts verkehrt. Da ich auch immer gefragt werde, Onkel, was würdest du einkaufen? Würdest du selten oder würdest du Nonverse einkaufen? Kann ich euch sagen, ich kaufe aktuell beides ein, weil ich diese 81 Plus Picks mache. Aber wenn ihr sagt, ey, ich will nur die Ligen Upgrade SBCs machen, die dann kommen werden, dann müsst ihr immer nur 11 selten abgeben. Deswegen, wenn ihr die machen möchtet oder ihr sagt, ey, ich will da zum Totti diese Karten dann verkaufen. Letztes Jahr beim Totti waren die ungefähr bei 1000, die ganzen seltenen. Ich gehe auch davon aus, dass die dieses Jahr mindestens auf 850, 900 wieder steigen werden. Kommt natürlich auf den Content von EA drauf an, muss man ganz klar sagen. Das Ding ist halt, dieses Jahr gibt es halt viel, viel mehr seltene Karten durch die ganzen Frauen, die im Spiel sind. Dadurch könnten die nicht so gut steigen. Das kann natürlich sein, das müsst ihr euch bedenken. Aber für 650 werdet ihr kein Risiko eingehen. Ne? Dann kannst du wirklich hier durchgehen und kaufst dir einfach jede für 650 jede Karte, dann machst du wirklich gar nichts verkehrt, dann wartest du einfach oder nutzt halt die für die SBC, wenn du sagst, ey, ich möchte diese SBC selber machen. Hast du hier 50 Karten geboten, kannst du natürlich erstmal nicht weiterbieten, die weißt du dann natürlich zu und dann kommen natürlich hier, die kommen natürlich dann auf diese Liste hier, ihr seht, ich bin hier, habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Spieler hier mittlerweile gesammelt, dann speichert ihr natürlich die, die ihr nicht habt, im Verein und die anderen werdet ihr hier sammeln. Habt ihr hier mehr wie 200, könnt ihr auch nicht weiter einkaufen. Dann müsst ihr erst rausgehen aus FIFA, geht ihr wieder in FIFA rein, ihr müsst einen Player-Pick oder so eine SBC machen, am besten macht ihr einen TDW-Pick oder ihr könnt natürlich dann auch einfach, wenn ihr das zur Auswahl habt, im Season Pass ein Trikot, ein Wappen oder so abholen, dann könnt ihr wieder neu einkaufen. Das ist so ein Bug, damit könnt ihr das umgehen, dass ihr so gesehen einen Einkaufsbon habt. So könnt ihr das umgehen. Wer das hat und sagt, ey, ich möchte ein paar tausend Goldkarten einkaufen, ich werde auch ein paar tausend einkaufen. Deswegen werde ich auch jetzt zeitnah damit anfangen. Wenn ihr natürlich sagt, ey, ich habe nur ein paar 100k, echt natürlich auch, wenn ihr ja gefühlt 3 Tage vor Totti einkauft. Aber ich möchte ja wahrscheinlich so 5, 6 Millionen ungefähr schon in die seltene hauen, da werde ich auf jeden Fall zeitnah damit anfangen. Ja, Freunde, dann schauen wir uns natürlich noch den Content an, der um 19 Uhr kam und ich glaube, es kam wirklich fast gar nichts. Natürlich hier diese 85 Plus Picks, ihr wisst, ich nehme jeden Tag auf beiden Accounts immer mit. Wir werden natürlich später wieder live auf Twitch, werden wir die natürlich mitnehmen und wieder Packs vorbereiten, wenn chillen, UV-Liste bauen, wer da Bock drauf hat, kann da gerne natürlich rumkommen. Dann haben wir hier wieder die tägliche SBC, ja, müssen wir noch einmal abschließen, dann haben wir das fertig. Wenn ihr es einmal verpasst habt, könnt ihr sogar dann trotzdem noch schaffen. Die 84er mal 5 wieder und ich glaube, das war es auch schon. Draft Token und diese täglichen Dinger hier, wer richtig craften möchte, nimmt das auf jeden Fall mit, macht ihr nichts verkehrt. Kriegt ihr ein paar Spieler einfach immer for free so gesehen. Ja, Muriel hat man gestern schon bekommen. Evolution habe ich auch gerade schon geguckt, ist leider gar nichts gekommen. Es wurde ja geleakt, dass wir eine Icon
Evolution bekommen. Bin ich mal gespannt, wer da reinkommt. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Icon wünscht ihr euch. Und jetzt gehen wir natürlich noch auf die UV-Liste. Ihr seht, ist gar nicht mehr so voll. Ich habe einmal aus Versehen schon weggedrückt, als ich, ja, ich glaube, so 13, 14 Verkäufe hatte. Aber dann zum Glück nicht nochmal weggedrückt. Gehen wir kurz durch, was ich hier aktuell auf der UV-Liste habe. Zeige ich euch, könnt ihr 1:1 die Karten so nachkaufen. Wie gesagt, ich mache es meistens so, dass ich pro Karte 2-3k ungefähr Gewinn mache. Geht absolut klar. Bei einem O7 habe ich zum Beispiel mehr Gewinn gemacht. Ich glaube, den habe ich für 76 gekauft, habe ich für 86 verkauft, haben wir ungefähr 500.000 Gewinn. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut, wie ich finde. Gehen wir einfach die ganzen Karten durch. Man muss sagen, die ganzen UV-Spieler sind aktuell sehr, sehr teuer, muss man wirklich sagen. Also wer da natürlich sagt, ey, ich möchte erstmal nicht nachkaufen, kann ich sogar verstehen, weil sehr, sehr viele Spieler sind 5-6k teurer, wie die vorher waren, muss man ganz klar sagen. Ihr seht das hier, ja, Tierney, ein sehr, sehr guter Preis zum Beispiel noch, hole ich mir für 20 ungefähr, sehr gute Karte. Hier die Informs habe ich mir auch mal drauf gepackt, wie ein Vasquez, Foden und Sergio Roberto, die kosten so 40, 41, ich glaube Vasquez hat 44 gekostet, habe ich dann einfach statt so gesehen 45, 54 gemacht, ging weg, sehr, sehr nice. Haben wir hier Lacazette noch am Start, Scott, Spinazzola, auch so 18, 19.000, auch super Karte für die Liste, Mavropanos, auch der ist um 31er Bereich ungefähr, kann man ja auch evolutionieren, sehr gute Karte für die Liste. Hier Leao, eine Karte für die etwas Geringverdiener, sage ich mal. Haben wir hier nochmal Musiala, nochmal ein Leao, also Leao geht wirklich sehr, sehr gut. Hier Davis, auch nochmal sehr, sehr günstige Karte, aber der geht auch sehr, sehr gut. Machen wir 1k Gewinn bei so einer Karte, da wenn mache ich jetzt nicht den heftigsten Aufpreis. Ihr könnt natürlich auch versuchen, 2k Gewinn zu machen, aber wenn ihr mit einem Davis 1k Gewinn macht, geht das meiner Meinung nach absolut klar. Zeige ich euch, was ich noch so auf der Liste aktuell drauf habe. Hier, ja, nicht mehr so viel auf der Liste. Geht auf jeden Fall klar. Kostet wahrscheinlich trotzdem der Rest, der hier noch drauf ist, 1,5–2 Millionen ungefähr. Ja, muss man natürlich gucken, was nicht weggeht. Passe ich natürlich die Preise an. Wir haben jetzt 37 Verkäufe so gesehen. Mit denen, die ich weggedrückt habe, haben wir ungefähr um die 60 Verkäufe gehabt. Heute ist okay, war jetzt nicht der beste UV-Tag, aber geht auf jeden Fall klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem heutigen Video, was ihr investieren könnt, wie meine UV-Liste aussieht. 19 Uhr Content war leider ein bisschen mau, hätte ich auch weglassen können, hätte ich früher hochladen können. Kann man ja nicht wissen, dass EA da mal wieder Feierabend hatte, aber alles gut. Freunde, ein neues TDW haben wir ja auch noch bekommen. Zeige ich euch mal die interessantesten Karten. Ist jetzt aber nichts Besonderes, meiner Meinung nach. Klar, die Bank wird vielleicht Areola interessant. Kann man wahrscheinlich eh nie evolutionieren. Aber könnte eine interessante Karte sein für die Premier League. Könnte auch sehr, sehr gut auf der UV-Liste laufen. Sonst haben wir hier natürlich noch Theo. Ich spiele den aktuell in meinem Main-Team, den 86er in Form, und natürlich kann der auch linker Verteidiger spielen. Sehr, sehr coole Karte, muss man wirklich sagen. Dann noch Frankie, haben wir auch eine bessere Karte mit seiner SBC. Wer die SBC nicht gemacht hat, kann den natürlich jetzt kaufen und spielen. Sonst haben wir hier, glaube ich, aber nicht so relevante Karten. Ja, Lautaro hat SBC-Futter, muss man ganz klar sagen. Und sie hier sieht noch von den Werten her richtig stabil aus, muss man sagen. Also, wenn man sich die Stats von ihr anschaut, sieht schon richtig gut aus. Plus Energie und Rakete ist schon wirklich eine nice Karte. Hier noch den R1-Schuss, also wirklich nice Karte, 97 Ausdauer, also die Karte kann man mal testen, wenn man die gute Dame zieht. Ja, Freunde, das wäre es mit meinem heutigen Trading-Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Lasst sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo da. Ich wünsche einen schönen Abend, haut rein und ciao, ciao!